12.000 grünes Gel, 530 Waffenteile. Wir sollten mal dringend an eine Werkbank gehen. Ich bin's, Kidman. Schön, dass du noch da bist, Sebastian. Nach Beacon wollte ich herausfinden, was mit mir passiert ist. Alle sagten, ich hätte Wahnvorstellungen. Oder würde die Wahrheit verbergen. Irgendwann fing ich an, ihnen zu glauben. Dass ich vielleicht verrückt bin. Ich war so frustriert. Fühlte mich nutzlos. Die Trinkerei machte den Schmerz erträglich. So viel verschwendete Zeit. Ich hätte mich zusammenreißen sollen. Scheiße. Mach dir keine Vorwürfe, Sebastian. Wenn Mobius nicht gefunden werden will... Hör auf, mich in Schutz zu nehmen, Kidman. Ich hab's vermasselt. Sebastian, jetzt ist nicht die Zeit, in der Vergangenheit zu wühlen. Jetzt ist die Zeit, es wieder gut zu machen. Selbstmitleid hat dich erst zum Trinken verleitet. Du kannst dir zurückholen, was du verloren hast. Verlier das nicht aus dem Blick. Hart, aber wahr. Du hast recht, Kidman. Danke. Okay... So, Kätzchen. 700 Gel. So. Ich geh mal ganz kurz husten. Herstellung. Wir haben es ja mit einer recht schwierigen Person zu tun. Ja, ich habe doch Rohre gefunden. Achso, ja, tatsächlich 4 Stück. Das heißt, wir machen 4 Harpunenbolzen. Ein Explosivbolzen, Schockbolzen, naja, Spritzen haben wir. Ich mach Shotgun-Munition voll. Dann schauen wir mal, ob wir die nicht down kriegen. Ey, wäre ja gelacht. Vielleicht erstmal mit dem Schockbolzen drauf und dann... Mal gucken. Waffenverbesserung auf jeden Fall brauchen wir. Harpunenbolzen. Wie viel brauchen wir hier? 700 Waffenteile. Harpunen sind in Flammen gehüllt, wodurch getroffene Gegner anfangen zu brennen. Das hört sich irgendwie für die Kettensägen-Katharina eigentlich richtig geil an. Ich meine, die fängt an zu brennen, dann kriegt die dadurch noch Feuerdamage und alles. Ich glaube, ich spare die Waffenteile tatsächlich. Vielleicht ist es eine Fehlinvestition, ich weiß es nicht. Boah, 960 für 130% Damage. Die Shotgun ist sowieso scheiße. Ich frage mich, ob wir nicht schon längst eine bessere gefunden hätten, oder... vielleicht kriegen wir jetzt halt eine durch diese Vorratskisten. Ich hätte gern hier die hochwertigen Waffenteile investieren und hier Damage freischalten. Ne, wir sind schon bei Schrotflinten. Okay.
Egal, hebe ich mal noch auf. So, mal gucken, was wir für 12.000 Gel kriegen. Keine Sorge, Detective. Tut kein bisschen weh. Will ich auch hoffen. Ja, toll. Das war jetzt eine Niete. Wobei, können wir ja eh später eins sammeln. So ist es ja jetzt auch wieder nicht. Sie wirken entspannter, Detective. Haben Sie einen Freund in dieser gefährlichen Welt gefunden? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wem ich hier vertrauen kann. Anwesende eingeschlossen. Und das nach allem, was wir zusammen erlebt haben. Einsamkeit und Misstrauen sind keine Anzeichen von Wahnsinn, aber lästige Nebenwirkungen. Sich von anderen abzuschotten, verschlechtert nur ihren Zustand. Sie sind ein Mensch. Sie brauchen Kontakt. Ich brauche im Moment nur den Kontakt. Ich habe noch einen. Ja, das kennen wir schon. Es ist nicht falsch, vorsichtig zu sein. Aber Sie können sich nicht ewig verstecken. Vielleicht sollten Sie über ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. Okay. 75.000 für den synaptischen Fokus. Kugelhagel. Ich meine, ganz ehrlich, das brauchen wir hier nicht machen. Wegtreten. Keine Ahnung, werden wir nicht brauchen. Mit Kampf sollten wir durch sein. Athletik vielleicht. Wir haben 2 rotes Gel, also wir können eine Menge machen. Mache ich das mal hier mal noch, dann healen wir uns ein bisschen besser. Okay, dann schauen wir mal, dass wir Kettensägen-Katharina down kriegen. Kettensägen-Katharina die zweite, wir haben ein bisschen mehr Damage auf der Shotgun. Die kann sich also warm anziehen. Wir werden die Stadt... Wo ist denn der Ausgang? Hallo? Hä? Lol. Also. Können wir mit dem noch quatschen? Nee. Full Life sind wir auf jeden Fall. Pistole ist leer geschossen. Na, prächtig. Komm. So, als nächstes holen wir uns die Oma hier. Oma must go down. Haben wir nochmal 1200 bekommen. Und ich höre gleich noch eine. Ja, dieses Ding da oben geht mir so dermaßen auf den Zeiger, das glaubst du nicht. Oh, nochmal ein Rohr. Ich müsste nochmal zum Anfang zurückgehen und mal gucken, ob ich die Dinger finde, weil die sind ja nicht explodiert, die Explosivbolzen. Das heißt, die müssen eigentlich noch rumliegen. Ah, hier sind wir beim Theater. Ne, hier will ich ja gar nicht hin. Noch nicht.
Aber gut, das hat jetzt irgendwie nicht so geklappt. Ich wollte eigentlich auf die draufrennen und sie dann nacheinander niedermessern. So viel zum Schleichen. Ach komm schon, jetzt ernsthaft. Ich habe beide mit der Axt erschlagen. Tja, das hat mal wieder nicht so geklappt, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber wann klappt hier schon mal irgendwas, wie ich das gern hätte? Genau, nämlich gar nicht. Nein. Nein. Ich will nicht in das Scheißtheater gehen. Ich dachte, jetzt kommt eine Cutscene oder so und wir machen jetzt gleich mit der Story weiter. Ja klar, na sicher. Du drehst dich natürlich um und siehst mich. Ja, ja. Klar, logisch. Ja, ja. Komm. Komm, ja, komm, mach dich nicht lächerlich. Ich weiß nicht, ich glaube, es liegt an mir, aber ich verstehe es nicht. Ich sprint zu dem hin, will eigentlich diese Messerattacke machen, aber... Bringt nichts, ich kann diese Messerattacke nicht machen. Da war dieses Symbol, dieses rote Symbol war da, aber ich kann den nicht angreifen. Ja. Es ist so dumm einfach. Ich check diese Fähigkeit einfach immer noch nicht. Manchmal funktioniert die einfach super. Dann funktioniert die mal wieder einfach überhaupt nicht. Ah, siehst du, jetzt funktioniert super. Ansonsten, wenn die einfach irgendwo rumstehen, dann drehen die sich instant um. Ich hatte doch eine Axt.
Ja, war schon sehr optimistisch, mich da drin zu verstecken. Der hat die Axt. Ich dachte, die Olle hat die Axt. Mann, 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 Mann. So, aber wir haben ja genügend Heilsachen. Wir haben 42 Heilpflanzen. Also wir können uns Spritzen und Verbandskästen oder Erste-Hilfe-Kästen machen, wie wir wollen. Das ist gar kein Problem. Apropos Erste-Hilfe-Kasten, ich glaube, den werde ich jetzt auch gleich mal in Anspruch nehmen. Nochmal schauen, dass wir nochmal bei Kettensägen-Katharina vorbeigucken. Hier war ja die erste, die haben wir ja irgendwo da hinten. Irgendwo da, glaube ich, oder sonst irgendwo haben wir die umgelunzt. Was ist man eigentlich? Okay. Okay, Entschuldigung, ich dachte, ich kann da vorbeilaufen. Ich habe nur minimal Damage bekommen. Oh! Was haben wir da gefunden? First Aid. Schade, ich habe mich jetzt schon gefreut. Boah, geil, eine neue Waffe, aber nee. Ja, wenn wir einen finden, dann können wir uns dem auch geben hier. Zack. Da haben wir wieder maximale Gesundheit. Das kann ich ja mal auslaufen lassen. Da vorne ist noch ein Kraut von nix. Nehmen wir mit. So, wo waren jetzt Kettensägen, Katharina? Die war doch hier irgendwo. Soll mal hergehen, Alter. Kriegt jetzt richtig auf die Schnauze, ey. Mir reicht's. Soll ich unfair sein, ja? Ja, komm, komm, ja, komm doch rein. Ja. Ha 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 ha!
Wer feiert Feste und wer lacht am besten? Der, der zuletzt lacht. Castellanos! Ah, du kleine dumme Schlampe. Das hast du davon. Nice! Stimmt, wir haben ja noch einen Lagerraumschlüssel, ne? Den müssen wir auch noch irgendwo einmünzen. Mensch, Mensch, Mensch. So, das war's auf jeden Fall mal wieder wert hier. Hätte ich sie auch ins Feuer locken können, aber ganz ehrlich. In dem scheiß Geschäft zu verstecken war eine richtig gute Idee. Also wenn das selber spielt, macht es.